Hallo, hier ist euer Thomas Grillhaus. Jetzt fangen wir mit dem ersten richtigen, fleischigen Gericht an und damit starten wir endlich die ersehnte Fettverbrennung. Wir wollen Gyros machen. Gyros vom Drehspieß, das war schon lange mein Traum. Ich grille jetzt ungefähr so 5-6 Jahre auf Gasgrills und habe immer davon geträumt, mal auf den Spieß zu grillen. Jetzt habt ihr im ersten Video gesehen, mit dem Regal 690 XL ist das kein Problem mehr. Hier kann man mal gucken, das sind unsere Zutaten, die wir brauchen. Wir brauchen Joghurt, ist auch egal von welchem Supermarkt, wie auch immer, kauft, wo ihr Lust habt. Wir brauchen Schweinenacken, scharfe Messer, Löffel, Frühlingszwiebeln haben wir, Gewürzmischung, ein bisschen Olivenöl und eine große Schüssel. Wir starten jetzt einfach mal und fangen an mit unserer Marinade, wo wir nachher das Fleisch drin einlegen. Dazu nehmen wir unseren Joghurt. Grundsätzlich wollte ich noch mal sagen, wenn ihr so Anregungen oder irgendwas habt, wo ihr sagt, ey, das kannst du besser so machen oder den und den Tipp habe ich noch, schreibt mir das ruhig. Ja? Entweder in den Kommentaren oder per E-Mail, wie ihr Lust habt. Ich versuche alles zu beantworten und freue mich natürlich, wenn ihr euch mit einbringt bei den Geschichten. Ich bin kein Grillprofi. Alles Hobby und wir lernen voneinander. So, dann machen wir mal unsere Gewürze mit rein. Eins, zwei, ach komm, wir machen alles. Dann packen wir die Frühlingszwiebeln mit rein. So ein bisschen Schärfe da dran kriegen. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, wir können leider nicht mit richtigen Zwiebeln hier zu Hause kochen. Meine Frau hat eine Zwiebelallergie, deswegen weichen wir immer auf Frühlingszwiebeln auf. Habe aber über die Jahre gelernt, dass das auch gut klappt. So, alles zusammen. Das wird einmal ordentlich durchgerührt. Könnt einfach im Internet gucken nach Gyros Gewürzmischung und könnt euch die selber zusammenstellen. Wir können euch diese Mischung auch gerne mal mit anhängen. Aber das ist wirklich kein Hexenwerk. Ruckzuck zusammengerührt und gelöffelt und dann ist das fertig. Könnt euch natürlich auch fertige griechische Gewürzmischung bestellen, wie ihr möchtet. Da sind die Grenzen völlig offen. So, das war schon. Unsere Marinade ist schon fertig. Als nächstes fangen wir einfach mal an, das Fleisch zu schneiden. Da habe ich gehört, es empfiehlt sich am besten, ich lege den kleinen Kollegen mal hier an der Seite, da empfiehlt es sich am besten, das so wie, ja, wie Schnitzel zu schneiden. Also relativ dünn, nicht zu dick wie dicke Steak, sondern einfach, ah, das ist schon knapp an der Grenze. Das ist das Endstück. Ich versuche mal, das andere Messer, das ist auch ein bisschen schärfer. Oh ja, das geht bedeutend besser. Ja, so, seht ihr, man schön dünne Schneiden schneidet natürlich. Ja. Und wenn es geht, einigermaßen gleich groß. So, und das schneiden wir mal eben auf und dann melden wir uns gleich wieder. So, wir haben das Fleisch geschnitten. Ging super, tolles Messer, muss ich ehrlich sagen. Ich muss auch gestehen, ich habe gerade mal von der Marinade gekostet. Also ohne Witz, ich würde ja am liebsten so essen. Ja, einfach mit vom Fernseher, aus der Schüssel, Löffel rein damit, hundertprozentig. Also kann ich euch nur empfehlen, nachzumachen. Wirklich richtig, richtig gut. So, jetzt schaut mal hier. Das ist unser Nackenfleisch aufgeschnitten. Ein Riesenberg Fleisch. Das ist doch schon, einfach nur der Anblick ist doch schon mega geil. Und das lege ich jetzt einfach mal in die Marinade rein. So, so, so. Ich hoffe, ich habe genug für das Ganze. Ich wollte mir eigentlich hier so eine Nitrilhandschuhe noch bestellen, so Küchenhandschuhe, aber aufgrund unserer Corona-Probleme momentan sind die ausverkauft. Also fürs nächste Mal hoffe ich, habe ich dann irgendwann mal welche. Falls jemand welche über hat, kann er mir die gerne schicken. So, wie ihr seht, Fleisch haben wir eingelegt. Also wirklich, allein schon mit der Soße. Ich kann das nur noch mal wiederholen, das ist wirklich ein Genuss. Wir legen das Ganze jetzt über Nacht in den Kühlschrank ein. Lassen das richtig ordentlich schön durchziehen, decken das noch ab mit ein bisschen Frischhaltefolie und dann werden wir das schön aufspießen und auf den Grill packen und dann geht's weiter. So, liebe Freunde, die Nacht ist um, das Fleisch hat sich mit der Marinade vollgesogen. Wir können das einfach mal, ihr könnt euch daran erinnern, wir hatten gestern 1 Kilo Joghurt, da ist fast nichts mehr von über. Ich habe das gerade noch mal probiert, das schmeckt so sensationell. Das werde ich nachher einfach mit dem Fleisch zusammen auf den Tisch stellen oder mit auf dem Brot. Das ist wirklich sensationell. Ist ja fast wie eine Tzatziki. Schmeckt super.
Selbstgemacht finde ich immer noch am besten. Jetzt haben wir diesen Berg Fleisch hier liegen und jetzt muss das Ganze natürlich auf den Grillspieß drauf. Den Grillspieß haben wir hier. Hier nachher die zweite Klammer, um das Ganze zu fixieren. Und dann noch einmal die Hülse, damit das Ganze auch vernünftig durch den Grill läuft. Ja, ich habe mir Handschuhe besorgt. Danke nochmal an meine lieben Freunde, dass ihr mir die vorbeigebracht habt. Die ziehe ich jetzt mal an. Und dann schauen wir mal, wie das klappt. So. Das saut schon echt, das muss man ehrlich sagen. Ich bin da normal nicht fies vor, aber das ist schon ein bisschen ordentlicher. So, dann versuchen wir mal unser Glück. Dann nehmen wir mal einfach mal so einen Lappen hier. Am besten ist immer doppelt legen, nicht einzeln, weil dann haben wir natürlich ein schön dickes Stück. Das labert nicht alles so rum und wir können es dann gleichmäßig garen und auch nachher schön abschneiden. So, jetzt nehme ich mal den Spieß, das Fleisch. Ich versuche das mal so mittig drauf zu stecken. Das läuft ja ganz gut. So, bis hinten vor. Ja, viele haben jetzt am Ende noch eine Zwiebel oder so als Auflagefläche. Hätte ich natürlich auch gern gemacht. Aber da kommt wieder das Spiel mit der Zwiebelallergie. Leider geht das nicht. Können wir vergessen. Ich nehme mal erst ein bisschen was Größeres. So, Freunde, ich würde sagen, ich stecke den Spieß jetzt fertig. Und melde mich gleich nochmal, wenn der Spieß in seiner ganzen Pracht erstrahlt. Ja? Okay, bis gleich. So, Freunde, es ist geschafft. Der Drehspieß ist fertig. Schau mal. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Ja, ich habe Spaß, Leute, als wenn Weihnachten wäre, wirklich. Den nehmen wir jetzt, packen den jetzt schön auf den Grill. Und dann erzähle ich gleich am Grill noch ein bisschen was dazu, ja? Okay, wir gehen jetzt rüber zum Grill, machen alles fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, Freunde, wir sind am Grill. Hier ist er. Guckt es euch an. Aufgespießt, Auffangform drunter. Jetzt starten wir zusammen schnell den Backburner und dann geht's ran. Backburner ist an. Wir versuchen das jetzt mal so bei 180, 200 Grad. Achso, Spieß natürlich an. Läuft sogar richtig rum. Sehr gut, der braucht auch einen kurz, bis er startet. So, guck mal, es fängt an sich zu drehen. Ich schließe jetzt die Haube. Denkst du, es wird so circa anderthalb, zwei Stunden dauern? Wir versuchen so eine Temperatur von 180 bis 200 Grad im Grill zu haben und lassen das jetzt erstmal laufen, ja? Bis später. Ungefähr ja, 190 Grad. Aber wollen wir mal einmal gucken, wie unser Gyros aussieht. Wir nehmen mal den Deckel hoch, ganz vorsichtig und schauen mal. Oh, das sieht schon super aus. Der Backburner läuft. Wir sehen schon teilweise dunkle Krusten. Boah, was ein Geruch. Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Also wir, aber das lassen wir noch ein bisschen. Das kann noch ein bisschen brauner werden. Aber wir sind noch im richtigen Weg. So, nach knapp 2, 3, 4 Stunden sieht das Ganze so aus. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Wir schneiden jetzt mal ein Stück ab und probieren mal. Jetzt habe ich hier eine Schüssel, ein scharfes Messer. Mal gucken, wie ich das am besten mache. Das sieht toll aus, wirklich. Ich glaube, das war ein bisschen schwer mit. Das ist, glaube ich, von hier oben ein. Ja, so geht es deutlich ein. Boah, läuft da der Saft raus. Seht ihr das? Boah. Da der Saft raus läuft. Wahnsinn. Dann nehmen wir hier auch nochmal eben die Spitze ab. Ja, wunderbar. Das ist immer das hier, das Krossen. Das können wir immer super abschneiden. Geht auch gut. So, ich denke, zum Probieren reicht das erstmal. Wir haben jetzt gegrillt. Gyros sieht super aus, ganz toll. Werde ich jetzt bestimmt noch den ganzen Abend dran Spaß haben. Immer wieder ein bisschen abschneiden, immer wieder 15 Minuten brennen lassen, bis es wieder schön kross ist von außen. Ah, sieht wirklich toll aus. Ist auch wirklich einfach, man hat ja dann selber nicht viel mit zu tun. Und jetzt probieren wir einfach mal. Ja, hier liegt es. Ah,
sieht doch super aus, oder? Ich habe jetzt mal die Soße genommen, wo wir das Fleisch mit eingelegt haben, den Rest, und eine normale Tzatziki und ein geröstetes Fladenbrot. Ja, und jetzt probieren wir einfach mal ein Stück. Nehmen wir erstmal mit Tzatziki. Super. Wie wir es kennen von Griechen, entweder aus dem Restaurant oder von der Frittenbude. Wunderbar. Jetzt probieren wir mal mit unserer Soße. Super. Also, wirklich richtig lecker, richtig toll. Hundertprozentig nachmachen, 1A. Wirklich verabschiede mich jetzt und wir essen jetzt das Gyros auf. Bis dahin, bleibt saftig, euer Thomas Grillhaus.